Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 für die Nintendo Wii U. Na, nicht mehr Spieler. Na, auch nicht Shop. Mehr Einzelspieler meine ich natürlich. Den Grand Prix gespiegelt mit Baby Mario. Und Baby Mario darf den ersten Wagen aus dem Mercedes DLC benutzen, da er damals kostenlos zur Verfügung stand. Er fährt mit den Retro-Reifen in Rot und benutzt den Segelflieger. So sehen die Stats aus und wir spielen selbstverständlich den Pilz Cup. Gespiegelt. Und Anfang tut er wie immer mit dem Mario Kart Stadion. Wenn es denn mal losgehen würde. Übrigens, wie versprochen, kommen jetzt die Challenges dazu. Ich kann euch das ja mal gleich zeigen. Im Pause-Menü kann ich euch das, denke ich, mal zeigen. Also ich spiele jetzt nicht mit Wii U Pro Controller, sondern mit Wii plus Wii-Fernbedienung. Irgendwann werden wir auch mit dem Steuerkreuz spielen, was dann komplette Katastrophe wahrscheinlich wird. Ja, im gespiegelten Pilzcup fangen wir jetzt erstmal an. Also, wie ich schon mal sagte, es wird jeder Charakter gefahren, egal ob die Strecken passen oder nicht. Ich mache sie alle nach der Reihe. Natürlich hätte ich zum Beispiel gerne Link im Triforce Cup oder Yoshi im Yoshi Eye Cup. Aber wenn die Charaktere nicht zum passenden Zeitpunkt kommen, dann nehme ich sie auch nicht so. Wir machen jetzt wirklich mal nach der Reihe. Na gut, die Steuerung ist ja jetzt noch nicht so schlimm, weil ich die ja auch in Mario Kart Wii immer genommen habe. Also, hier wird jetzt noch nicht so viel Schlimmes, denke ich, passieren, hoffe ich. Du, 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 du. Wir werden aber auch wieder mit der Fake Remote fahren und das wird alles noch schlimm. Dann werde ich auch nur mit einer Remote fahren, ohne ein Reveal oder sowas. Das wird, finde ich, richtig schlimm, weil ich das überhaupt nicht kann. Ich hasse es, die Remote auch. Ich meine ja natürlich auch ohne diese Silikonhülle. Ich finde, das fühlt sich schlimm an. Mal gucken, wie wir uns dann in den nächsten Part schlagen werden. Ja, wie ihr seht, die machen uns schon wieder gar keine Konkurrenz, außer ich mir halt selbst, wie immer. Weil ich ja in meiner... Ne, ich glaube nicht, dass es meine eigene war. Aber weil ich halt komplett dumm in Bananenschalen reinfahre. Das Wii U Gamepad müsste übrigens voll sein. Übrigens weiß ich nicht, was nach Mario Kart 8 kommen wird. Also nach dem kompletten Mario Kart 8 Let's Play. Mal gucken. Auf jeden Fall sind wir hier gleich mal Erster geworden. Nächstes Rennen. Der Wasserpark. Da fangen wir jetzt an. Ich wollte ja auch unbedingt noch Mario Galaxy machen, aber toll, direkt mal verdriftet, weil ich dachte, es geht nach rechts. Ja, aber mal gucken, ob ich das doch nicht, mal gucken, wann ich das mache. Weil, ich muss halt echt sagen, das Spiel war zwar übel toll, nur leider hat es sich am Ende versaut bei mir.
Das hätte echt eines meiner Lieblingsspiele werden können. Nur ich muss leider sagen, es hat sich's bei mir versaut. Das Ende war so bekloppt, weil Bowser schon wieder die gleiche Mechanik hatte und es damit nicht schwer war, ihn zu besiegen. Ich würde sogar so weit gehen, dass er leichter ist als mancher Zwischenboss, weil ich bei ihm nicht einmal gefailt habe. Dafür war sein Castle relativ gut, weil da bin ich das ein oder andere Mal gestorben. Werden wir denn alles im Super Mario Galaxy Let's Play sehen, wann es auch immer kommt. Irgendwann selbstverständlich. Ich muss mich hier erstmal an das Gespiegelte jetzt gewöhnen. Treffen kann ich trotzdem noch. Ja, bisher geht's klar, ne? Mir macht die Bewegungssteuerung bisher nicht so viele Probleme. Allerdings der Betrug. Aber den händige ich aus, indem ich einfach mit einem schönen grünen Panzerschuss nicht Erster werde. Was war das denn jetzt? Hä? Wie konnte das denn passieren? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Dafür wird es jetzt spannender, zum Beispiel hier im zuckersüßen Canyon. Übrigens habe ich keine Probleme mit diesem Kart hier. Auch allgemein finde ich den DLC irgendwie cool. Weil wieso nicht? Mich würde es zwar echt fragen, wer für den DLC gefragt hat. Aber von mir aus, ich nehme sowas. Ist ja auch kostenlos. Und ich denke, Nintendo hat damals das Geld gebraucht. Weil Wii U lief ja nicht so, ne? Wissen, denke ich, viele. Aber ich finde sie trotzdem übel toll. Mit Mario Kart 8 ging ja die Verkaufszahl nochmal etwas höher. Aber das hat es natürlich auch nicht gerettet. Natürlich, sie hatten da parallel noch den 3DS, der denen dann doch noch geholfen hat. Aber trotzdem war es schade. Auch ist es schade, wie schwach die Computer zum Teil sind. Wenn ihr euch noch in Mario Kart Wii erinnert, das war Betrug. Aber ihr müsst halt wissen, eigentlich habe ich es in dem Spiel wirklich schwerer als in Mario Kart Wii. Vor allem bin ich ja jetzt auch nicht der Schnellste mit dem Kart und dem Charakter. Ja, aber Konkurrenz macht mir keiner. Fertig. Schade eigentlich. Ich wollte hier einen spannenden Part.
Ich hoffe, dass der Video, dass das Video Gamepad jetzt etwas sauberer ist, weil da war. Nee, ich sehe es noch. Sieht man es durch die Kamera, ja. Steinblockruinen. Na gut, dann mache ich es nach der Aufnahme nochmal richtig sauber. Hoffentlich. Vergesse ich es nicht, weil ich nehme ja jetzt eh wieder viel auf. Ja, na klar. Jetzt fang nicht wieder an zu laggen, Spiel. Komm bitte, tu mir das jetzt nicht an. Das ist aber auch immer nur auf dem Wii U Gamepad so. Wirklich. Auf dem Spiel läuft... auf dem Spiel. Auf dem Fernseher läuft das Spiel viel flüssiger. Aber ich kann ja nur vom Wii U Gamepad aus aufnehmen. Also ich kann schon vom Fernseher, hat man ja auch in Splatoon gesehen, aber... ich glaube, in Splatoon ist es dann auch schärfer. Weil man eben sieht, dass es vom Fernseher abgefilmt ist und nicht von der... vom Gamepad. Bei Fernseher ist halt einfach schärfer. Ein Stachy. Och komm, sowas hasse ich. Aber ist ja egal. Wir versuchen jetzt einfach hier wieder vorzukommen. Rammen einfach hoffentlich jetzt rosa Gold Peach. Die wir selbstverständlich auch noch nehmen werden. Genauso wie ich die Wand ramme. Bisher läuft es ja noch. Jetzt fahre ich mal rechts lang. Ja. Jetzt werden wir natürlich wieder in der letzten Runde komplett angefangen zu verarschen. Verarscht zu werden, meine ich selbstverständlich. Ja, wer kommt denn jetzt? Ja, was soll das denn jetzt? Komm, fahr. Ach komm schon, das ist jetzt nicht dein Ernst. Zweiter. Okay, nehme ich lieber als Vierter. Ja, aber die Leistung war jetzt nicht so gut, ne? Nur die Bewegungssteuerung hatte keine Schuld. Wie gut auch alleine die roten Panzer zum Beispiel aussehen. Auch, finde ich, abgefilmt, sieht das gar nicht so schlecht aus. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen dieses Parts von Mario Kart 8 Spiegelmodus. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.